Ja, herzlich willkommen wieder bei der Firma Seiko in Rothenburg an der Wümme. Ich bin hier heute wieder mit René. René, jetzt hast du uns in der ersten Folge, im ersten Part schon erklärt, was unsere Grundbaustoffe sind, was die ausmachen, warum wir helle und dunkle Schäume haben. Aber jetzt müssen diese Stoffe ja auch irgendwie zusammenkommen, damit wir so eine schöne Wand, ein Dach, einen Boden bekommen. Und ich würde dich einfach mal bitten, mir heute zu erklären, wie das so vonstatten geht, was wir dafür brauchen und wie das funktioniert. Genau, sehr gerne, Ivo. Da sind wir hier schon genau an der richtigen Stelle, weil hier kann ich dir wunderbar erklären, wie unsere Wände entstehen. Wir stehen nämlich hier vor unserer großen Vakuum-Unterdruckpresse. Okay. Du musst dir das Ganze so vorstellen. Wir hören hier im Moment auch dieses Geräusch. Die ist nämlich gerade in Gang, diese Presse, weil sie zieht hier gerade ein Vakuum raus. Im Prinzip ist es so, dass wir als erstes unsere GFK-Deckschicht auf diesem riesengroßen, ich nenne das jetzt mal Arbeitstisch, ausrollen. Ja. Dann kommt der Kleber drauf. Dann kommt, wenn wir es denn haben, ein Rahmen drauf oder so, wie ich es ja schon mal erzählt habe, beim Dach, da haben wir es ja nicht. Wenn wir jetzt, sag ich mal, kältebrückenfreie Teile haben, dann kommt unser Dämmmaterial drauf, unser Styroform. Das wird vorher bei der großen Säge, die wir dort haben, entsprechend auf Wunsch und Maß gebracht, je nachdem, was wir brauchen, wird dann mit draufgebracht auf die GFK-Deckschicht, wiederum Kleber aufgebracht, wiederum GFK draufgerollt. Und dann passiert es, was nämlich ganz wichtig ist, dann wird diese Plane, die wir hier haben, die wird da drüber ausgerollt, dann wird das Ganze luftdicht abgeschlossen und dann wird die Luft rausgesaugt. Durch diese Schläuche können wir es sehen, es wird ein Unterdruck erzeugt in dieser Presse und dann wird durch den Pressvorgang werden die Platten miteinander verpresst und verklebt und das kriegst du nicht mehr auseinander. Der Pressvorgang, der geht jetzt über die ganze Nacht und morgen sind die Wände fertig und können dann entsprechend im Wagen verbaut werden. Ja, René, und jetzt hast du mir das erklärt. Jetzt hattest du gerade was von Wunschmaßen. Haben wir Standardmaße, also irgendwie immer einen Meter länger oder wie funktioniert also das? Also im Verkaufswarenbereich haben wir Standardmaße. Ne, das ist aber so ein bisschen, sag ich mal, kommt so ein bisschen auf die Kundenbranche drauf an. Aber gerade wenn es jetzt ums Thema Camper geht oder sehr individuelle Fahrzeuge, sind wir sehr flexibel. Also wir pressen hier auch nur eine Tür, sag mal, die als Beispiel vielleicht 70, 80 Zentimeter breit ist. Wir pressen die hier aber auch einen Wagen von über 10 Meter Länge, komplett an einem Stück. Also da kriegen wir richtig große Wände raus. Man sieht ja, es ist ein riesengroßes Teil. Und das ist eben das Gute daran, dass wir so flexibel arbeiten können. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, dein Koffer, der soll aber nicht 3,60 Meter, so wie er im Standard sein soll, sondern 4,32,5 Meter sein, dann kriegen wir auch das hin. Wir sind natürlich von der Breite ein bisschen, sag ich mal, genormt, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wie sieht das mit Alkoven aus? Das gibt es ja häufig bei Wohnkabinen, dass eine Alkove gewünscht ist oder jetzt sind unsere Koffer im Verkaufswagenbereich ja zugegebenermaßen praktisch, aber nicht die schönsten. Kann man da mit Rundenprofilen arbeiten? Wie sieht es da aus? Ja, also Alkoven, das kriegen wir auch hin. Dann werden entsprechend die Wände zugeschnitten hinterher und werden dann entsprechend mit Profilen und so weiter so weit in Form gebracht, sodass wir auch einen Alkoven hinkriegen. Also auch da sind wir flexibel. Ne, also auch in gewissem Maße kann man auch über Rundungen reden. Also man hat es ja zum Beispiel, ich werde es nochmal zeigen, im Bereich Fußboden haben wir Ablaufrinse im Verkaufswarenbereich, da sieht man auch schon Rundungen. Aber das zeige ich dir dann später nochmal. Okay. So Ivo, und dann möchte ich dir nochmal eben unser GFK zeigen, was wir in verschiedenen Ausführungen haben. Okay. Also unsere normale Standarddicke ist hier 1,2 mm. Das ist, wie gesagt, sehr stabiles Material, was wir im Verkaufswagenbereich und auch bei vielen Campern also auch mit nutzen. Und wir haben das in verschiedenen Ausführungen, also von der Farbe her. Wir haben hier ein Grau, ein Hellgrau, wir haben weißes GFK, wir haben also auch beiges GFK, je nachdem, was der Kunde haben möchte. Vorteil daran ist eben einfach, wenn du da mal einen Kratzer reinjagst, dann hast du nicht gleich einen weißen Kratzer. Wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, eine grau lackierte Wand hast, hättest du ja einen weißen Kratzer dann da drin. So hast du einen grauen Kratzer. Also das ist also wesentlich besser, langlebiger und das sieht nicht so schnell, sag ich mal, sehr benutzt aus. Okay. Aber jedes GFK lässt sich mit jeder Farbe lackieren grundsätzlich? Vom Lack her klar. Also da geht jeder Ralton, den wir da machen können, da haben wir Ralfächer, also das kriegen wir grundsätzlich hin. Können wir Strukturlack oder sogenannten Raptor-Lack lackieren? Ja, ja. Strukturlack können wir auch, da haben wir also auch schon Fahrzeuge mitgemacht, das kriegen wir also auch hin. Okay. Auch da sind wir flexibel. So Ivo, dann zeige ich dir jetzt mal, wie so eine fertige Wand aussieht. Ja. Die habe ich hier schon mal vorbereitet, die Kollegen. Aber ich habe hier noch was anderes gesehen, das musst du mir nochmal erklären. Das eine ist das Styropor. Was macht das hier und warum ist das hier nicht glatt? Genau. Hier siehst du jetzt einen Fußboden von einem Verkaufsfahrzeug und der ist auch komplett durchdacht, weil
da wissen wir genau, wo was hinkommt. Das bedeutet also, in dem Bereich haben wir eine Kühltheke und dadurch, dass da unter auch der Bereich gekühlt ist, brauchen wir eine spezielle Isolierung. Wir haben uns hier in diesem Fall für Styropor entschieden, weil es wieder andere Isoliereigenschaften hat, die wir hier benötigen. Das ist ein sehr, sehr dicker Fußboden, der angeschrägt ist zu einer Ablaufrinne, wo dann später Tauwasser abläuft, wenn die Kunden das auch reinigen wollen oder wie gesagt Tauwasser von der Ware. Und hier für diese Ablaufrinne nutzen wir unseren grauen Schaum, weil wir den nämlich auch entsprechend ausfräsen können. Und in unserer Presse, die wir ja schon gesehen haben, wird direkt dort das GFK fest drauf verpressen. Hier können wir auch einen schönen Abfluss machen. Und vorhin hatten wir uns ja darüber unterhalten, dass wir an Stellen, wo wir etwas schrauben wollen, noch ein anderes Material, unsere Mehrverbundplatte, unsere Recyclingplatte verwenden. Die haben wir hier in diesem Bereich, weil dort später reingeschraubt wird. Und in dem ganzen Gangbereich, den wir haben, da siehst du unsere Waben, genau, die kompletten GFK-Waben bzw. Kunststoff-Waben, die wir haben, die sind also sehr, sehr leicht und wie gesagt, dann hast du nämlich auch keine kalten Füße. Und hinten in dem Bereich, da haben wir dann nochmal Schaum, da geht keiner, da kommen später ein paar Schränke hin. Und ähnlich wäre das dann auch beim Camper, da hätten wir also auch unsere Waben und wenn erforderlich ist, gegebenenfalls vielleicht irgendwo ein Ablauf oder vielleicht irgendwo eine zusätzliche Aufdopplung, Isolierung, je nachdem, welchen Einsatzzweck hinterher das Fahrzeug hat. Jetzt sehe ich da noch so ein nacktes Fahrgestell in Anführungsstrichen. Was passiert jetzt damit? Magst du mir das erklären? Ja klar, das gucken wir uns doch einfach mal an. Ja, hier kannst du einen sehr schönen Tiefrahmen sehen, den wir komplett selber fertigen. In diesem Fall für eine Fiat Ducato. Wir bauen die aber auch für ein Citroën oder für ein Peugeot. Da werde ich dir aber nochmal in einem Extra-Termin noch mal ein bisschen Näheres zu erklären. Okay. Wie gesagt, hier kann man sehen, wir haben den Originalrahmen abgetrennt vom Fiat, der also deutlich höher gewesen wäre. Haben unseren eigenen Rahmen, ähnlich wie bei Alco, nur noch deutlich stabiler, weil es halt, wie gesagt, für ein Verkaufsfahrzeug ist dementsprechend extrem robust, extrem stabil gefertigt. Und wie man hier sieht, auch das Ganze schön komplett verzinkt, schön im Tauchbad, deswegen siehst du überall offene Profile. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ja, und auf diesen sehr robusten Rahmen, da drauf wird dann unser Fußboden und letztendlich der gesamte Koffer montiert. Der Fußboden wird drauf geklebt, also wir haben speziellen Karosseriekleber, mit dem wir unseren Fußboden, unsere Platte, die wir eben gerade gesehen haben, hier auf dem Fahrgestell verkleben. Und wenn es dann komplett verklebt ist, da kommen natürlich noch Gewichte drauf, der muss eine gewisse Zeit aushärten, dann stellen wir die Wände. Deswegen haben wir hier ringsherum ja auch schon einen Hilfsrahmen bzw. ein Profil gesetzt. Und dann wird entsprechend der Koffer aufgebaut. Und wenn er dann aufgebaut ist, dann geht er in unsere eigene Lackieranlage, um dann dort entsprechend weiter bearbeitet zu werden. Okay. Und wie lange dauert jetzt der Prozess? Also ich sag mal vom nackten Werkstoff, den wir in der Folge zuvor hatten, über die Presse, bis er auf dem Fahrzeug fertig ist und in Lack rollt. Wie lange brauchen wir dafür? Ja, also ich sag mal so irgendwo Abzeichnung, sagen wir so 4 bis 6 Wochen, je nachdem, wie aufwendig das Ganze ist. Das ist davon natürlich immer noch abhängig, aber im Normalfall kann man sagen, so 4-6 Wochen. Also wenn die Zeichnung fertig ist, 4 bis 6 Wochen, bis wir ready sind. Genau. Technische Planung abgeschlossen. Ja, René, dann bedanke ich mich auch dieses Mal wieder. Ich habe wieder viel dazugelernt. Ich bin begeistert, es macht Spaß. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ja, sehr gerne, Ivo. Ich freue mich auch und bis zum nächsten Mal dann. Danke.